Die Graz-Linien als Bus- und Straßenbahnbetreiber decken rund 2/3 des Verkehrsaufkommens im Steirischen Verkehrsverbund ab. Mit 163 Bussen und 85 Straßenbahnen halten wir die steirische Hauptstadt täglich am Laufen und befördern mehrere tausende Passagiere jeden Tag nachhaltig und sicher an ihr Reiseziel. Die Holding Graz ist nicht nur ein traditionelles Stadtwerkeunternehmen, sondern auch ein Unternehmen, das für Fortschritt und Innovation steht. Wir sind im Bereich der Umwelt immer darauf aus, Ressourceneffizienz zu gestalten und auch Vorteile in der Lebensqualität für unsere Bürgerinnen zu bieten. Und da ist es sehr gut gelungen, in der Partnerschaft mit ZF ein intelligentes Verkehrsmanagement, eine intelligente Ressourcenuntersuchung in die Wege zu leiten. Und das kann einerseits dem Unternehmen gut tun, das kann aber auch andererseits unseren Bürgerinnen und Bürgern zum Vorteil gereichen. Und dafür sind wir ausgerichtet und wir freuen uns, dass wir diese Partnerschaft gemeinsam starten und hoffen auf viel Erfolg. Die Herausforderung bei den Graz-Linien war, die Laufkultur der Fahrzeuge sicherzustellen. Unser System, das wir hatten, war, die Laufkultur mit Manpower zu prüfen, um hier die Vibrationen und Störungen, die Fahrzeuge verursachen, zu reduzieren. Das ZF-System, das wir gemeinsam entwickelt haben, hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir hier die Personalressourcen reduzieren konnten und so dadurch effektiver reagieren konnten. Dieses System löst das Problem der Bindung von Personalkapazitäten. Man hat nicht unendlich Ressourcen vorhanden und kann die besser einsetzen. Es ist eine Kostenersparnis. Diese Personalkosten, die beim Flachstellen horchen, aufgewendet werden, sind komplett weg. Die Hitrate von dem System ist bei 100%. Es gibt keine Flachstellen, die wir seit dem Einbau der Systeme nicht erkannt hätten. Mit diesem Monitoring im Dashboard werden wir dann aufmerksam als Werkstätte, ziehen das Fahrzeug in die Werkstätte ein. Fahrzeug wird dann von uns nochmals überprüft. Hat sich diese Flachstelle oder dieser unrunde Lauf oder Schienenstoß wirklich bestätigt, wird die Reparatur dementsprechend durchgeführt. Schäden am Fahrzeug, die zu Lärmbelästigungen führen können, werden innerhalb weniger Stunden dann erkannt und auch direkt über die Wartung eliminiert. Die Zusammenarbeit ist über das Dashboard vollkommen automatisiert. Das heißt, diese Informationen, die wir von den Fahrzeugen benötigen, kommen automatisch herein. Was die Entwicklung der Software betrifft und der Auswertung der Daten, war die Zusammenarbeit so wie gewohnt über die letzten 20 Jahre auch gut. Wir haben wöchentlich Besprechungen gehabt, konnten dadurch eben in einem iterativen Prozess Daten hin und her austauschen und so zur Weiterentwicklung der Software und zum jetzigen Ergebnis wesentlich beitragen. Ja, die Firma ZF ist für uns ein ganz wichtiger Partner, denn im Mittelpunkt unserer Überlegungen in der Daseinsvorsorge steht der Mensch, steht der Kunde. Und der Kunde ist nicht nur der straßenbahnfahrende Kunde, sondern sind auch die Anrainerinnen und Anrainer. Und da sind uns natürlich Straßenbahnlinien und Straßenbahnschienen, die möglichst geräuschlos, möglichst sanft durch die Stadt fahren, ein wichtiges Anliegen. Und da ist ZF für uns ein ganz, ganz wichtiger Partner. Wir bilden hier ein Basissystem, welches uns ermöglicht, zukünftig verschiedene Features aufzusetzen. Wir möchten somit eine Art Baukastensystem schaffen, um den Betreibern entsprechend ein Handwerkszeug mitzugeben, um somit für verschiedene Anwendungsfälle ihre entsprechenden Analysen tätigen zu können, basierend auf unserem System der Gateways und Tags in den Fahrzeugen. Wir sehen die Straßenbahn hier als den Nukleus, mit dem wir anfangen und mit dem wir weitere Einsatzfelder uns erarbeiten wollen. Es gibt erste Ideen, das auch in der Vollbahn, aber auch zum Beispiel in Hochgeschwindigkeitszügen einzusetzen und immer mit dem Grundsatz, einen deutlichen Mehrwert für den Kunden anzubieten.